Also Sarah und ich, wir kommen beide hier aus dem ländlichen Raum und Sarah habe ich kennengelernt, weil sie die Küchenschlacht gewonnen hat. Und so kam mir dann auch die Idee, hier im Hotel Veranstaltungen anbieten zu können, dass auf Termine, auf Wunschtermine ein Dinner serviert werden kann mit einem schönen Ambiente und auch schönen Getränken. Und so haben wir uns zusammengefunden und waren uns recht schnell einig, dass das eine tolle Vision ist, das auszuprobieren, sich lohnt. Und demnach haben wir jetzt durchgestartet, den ersten Termin auch schon einmal überlegt und planen jetzt auch ein entsprechendes Dinner. Bei unserem Dinner haben wir uns überlegt, dass wir auf jeden Fall die Region nutzen und unterstützen möchten und dann saisonal verschiedene Gänge anbieten möchten, die dann zum Beispiel um die Tomate kreisen. Nur mal so als kleiner Hinweis darauf, was wir machen möchten. Maria und ich haben uns ja überlegt, dass wir auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten wollen, neben dem Feiern, die wir hier also mit dem Hotel auch zusammen machen möchten, also sodass dann auch Familien zum Beispiel von außerhalb eine direkte Übernachtungsmöglichkeit hätten, haben wir auch noch verschiedene Zukunftsvisionen und die beinhalten zum Beispiel Kinderkochkurse oder Kochabende, die dann auch unterschiedliche Mottos haben und also verschiedene Dinge sind da angedacht. Wir sind dieses Jahr angefangen mit dem Weinbau. Wir haben auf 2 Hektar Wein angepflanzt. Die Genehmigung dafür haben wir vom Bundeslandwirtschaftsministerium bekommen. Für 2 Hektar haben wir beantragt und auch 2 Hektar genehmigt bekommen. Und wir haben gute Freunde in der Weinszene, die uns dazu bekräftigt haben. Und so haben wir den Anbau und auch den Verkauf des Weines intensiv geplant und haben gute Unterstützung von einem sehr bekannten Weinpapst in Deutschland, der uns beim Anbau und bei der Vermarktung hilft. Und natürlich, weil wir hier aus der Gegend kommen, hat uns Maria angesprochen, dass wir eventuell an ihrem Konzept teilhaben können, diesen Wein dann auch regional bekannt und auch vermarkten zu können. Und wir werden versuchen, nächstes Jahr die erste Ernte einzufahren, kleine Ernte, um auch einen Versuch zu starten, diese Ernte dann bei unserem Weinfreund, Weinpapst zu keltern. Das heißt, der Anbau wird bei uns begleitet durch das Keltern in seinem Betrieb. Und im übernächsten Jahr und in den folgenden Jahren wollen wir selber Kelterwirtschaft betreiben und langfristig dann auch einen Weinkeller bauen.